Name ist Centex Roblox. Uhrzeit 5. September 2018. Diagnose: eingebrochener Arm. Ah, mein Arm tut so weh. Wann komme ich endlich im Krankenhaus dran? Heute stehen wir in einer Warteschlange an im Krankenhaus und müssen nach ganz vorne hingehen. Oh, geht das nicht schneller? Mir tut alles weh. Nein, Vitamine, was ist denn mit dir los? Wo hast du Schmerzen? Ich bin dehydriert, ich brauche Wasser. Heute stehen wir in einer Warteschlange in einem Krankenhaus und wir müssen behandelt werden und müssen schnell nach vorne. Aber ich werde mich jetzt einfach mal gleich ein Stückchen vordrängeln. Dankeschön. Okay, ich dränge mich auch davor. Ich meine, ich habe ein wichtiges Problem. Mein Arm ist gebrochen und wir sehen auch, oh, von den Patienten und vorne hat einfach Schluck auf vor mir. Was? Und deswegen geht man ins Krankenhaus? Guck mal, ich ziehe an seinem Teppich da. Siehst du den vor mir? Ja, stimmt. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, zieh mich komm mit! Zieh mich mit! Wir können jetzt sogar mit Robux einfach hier ein paar Plätze nach vorne drängeln. So, ich habe zwei Plätze geskippt. Oh, wir sind Platz 36 und 35 und schau mal nach vorne, wie lange einfach noch die Schlange ist. Ja, jeder hat ein anderes Problem hier im Krankenhaus und alle müssen behandelt werden. Und warte mal, vor mir sieht einfach Sonnenbrand. Sie sieht weißer aus als ein Toastbrot. Ja! Wo hat sie denn Sonnenbrand? Oh Mann, ich habe auch kein Geld. Ne? Man kann zwar was upgraden, aber wir haben kein Geld dafür. Wir haben gar nicht. Und schau mal, vor mir hat auch Schluck auf und hinter dir hat auch Schluck auf. Deswegen geht man nicht ins Krankenhaus. Ich meine, ich habe mir den Arm gebrochen. Das ist doch viel wichtiger, oder nicht? Und du kriechst auf dem Boden. Du hast du Durst, oder wie? Ja, ich habe sehr, sehr großen Durst. Aber ich würde sagen, okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall einiges an Geld, muss ich sagen. Wir können uns jetzt hier, okay, noch einen Platz nach vordrängen, muss ich sagen. Und, oh, wir können sogar oben trollen. Und dann sehen wir sogar, oh mein Gott, Platz 1 hat eine mega Grippe beim Arzt. Siehst du sie? Oh ja, oh mein Gott. Ich gehe jetzt nochmal 2 nach vorne. So. Und wir sehen hier, oh mein Gott, sie hat eine Lebensmittelvergiftung. Oh mein Gott, sie hat eine Magengrippe und alle müssen zum Doktor und dort behandelt werden heute. Das ist echt nicht cool. Hey, warte mal, man kann sogar Schieben machen. Also ich glaube, man kann jemanden vorschieben oder man kann furzen. Was? Man kann furzen und... Warte mal, was ist das hier? Freunde, ich brauche deine Hilfe. Like jetzt das Video, damit wir Platz 1 in der Warteschlange wären. Pro Like kommen wir einen Platz nach vorne. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich habe wieder, es tut mir leid, aber mein Problem ist wichtiger als deins. Nein! Und warte mal, echt und du kriegst dich wieder nach vorne? Ja, warte mal, was ist, wenn jetzt Furz mache und... Ew, es stinkt total. Was ist da hinten los in der Warteschlange? Warte mal, zurückgehen und jetzt... Was ist, wenn ich schieben drücke und... Oh, dann kann ich die vor mir, die Person, nach vorne schieben. Oh, okay, aber dafür bezahlst du Geld, oder wie? Ja, ich bezahle Geld, dass andere Leute vorgehen. Das bringt gar nichts. Aber ich bin nach vorne! Wow, du bist ja richtig durchgerusht. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich kaufe mir 10 Plätze. Mir reicht es jetzt, Freunde. Wir stehen ganz hinten. Mein Arm ist gebrochen. Mein Arm tut weh. Ich muss einmal durch. Dankeschön. Mein Furz ist gebrochen. Oh mein Gott, Freunde, wir sind jetzt auf Platz 21. Und okay, was hat er vor mir? Er kann nichts sehen vor mir. Was? Wieso kann er nichts sehen? Weil er seine Haare vom Gesicht hat. Deswegen kann er nichts sehen. Aber, oh mein Gott, jeder hat auf jeden Fall eine andere Krankheit. Ja, bei mir zum Beispiel funktionieren die Beine nicht. Also bei ihm, Beine funktionieren nicht. Alter, bei viele funktionieren die Beine nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht stehen die schon seit Tagen hier. Aber ich würde sagen, warte mal. Ich würde sagen, komm, wir drängen jetzt auf jeden Fall jetzt hier 2 Plätze. Let's go, nochmal nach vorne. Warte mal, er kann nicht sehen vor mir. Das bedeutet, können wir nicht einfach vordrängeln? Warte mal, wo bist du? Ich bin auf Platz 22. Okay, 23. Okay, warte mal. So, guck mal. Moin. Soll ich dir mal helfen? Du wirst richtig geschoben. Wie willst du mir helfen? Was denn, ja? Guck mal, bam. Oh, yo, du hast mich nach vorne geschoben. Wow, dankeschön. Bam. Was? Du kannst dich nach vorne schieben? Bam. Ich schieb dich nach vorne, Mann. Was? Wie machst du da? Ich hab genug Geld. Ich schieb dich. Oh mein Gott, okay. Sorry, ich muss einmal durch. Ich hab einen gebrochenen Arm. Okay, tut mir leid. Kann ich nicht schieben. Tut mir leid. Und okay, und guck mal hinter dir. Der ist krank, der Arme einfach. Oh ja, der ist einfach nur erkältet. Ja, das stimmt. Und vor mir, oh mein Gott, er hat auch einen gebrochenen Arm. Kollege, ich fühle dich. Ich fühle deinen Schmerz auf jeden Fall. Kannst du mich jetzt vielleicht mal vorlassen wieder? Warte mal, wir können sogar Upgrades freischalten. Hallo, aber du kannst auch mal zurückgehen. Ach so, okay, ich gehe zurück. Okay, und kannst jetzt? Kannst du mich schieben? Okay, wie schiebe ich dich denn? Beim Meer und dann schieben. Okay, und ich schiebe dich. Hey, dankeschön. Was heißt, ich schiebe dich? Also, ich hab dir einen Klaps gegeben eigentlich. Ja, und warte mal, hört mal hin. Was für ein Song ist das? Okay, ich höre. Ew.
Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hält sich die Hand vom Mund. Hast du das gesehen? Wenn ich einmal nach hinten furze, geht man, glaube ich, auch eins nach hinten, der hinter mir steht. Oh, ich bin nach hinten gegangen, glaube ich. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich gerade kein Geld mehr mit. Du musst einen Furz aufladen, Vitamine. Ja. Ja. Und ey, was? Du hast sie nach hinten gefurzt, einfach. Wie cool, also wenn du jemanden nicht magst hinter dir, kannst du einfach furzen. Ja, das stimmt allerdings, aber ich würde sagen, Freunde, so, oh nein, warte mal, habe ich jetzt Geld ausgegeben, um dich zu schieben? Nee, sie hast du geschoben. Oh mein Gott, oh, es tut mir leid, ich habe mich verklickt, sorry, ich muss einmal durch. Und schau mal hinter dir, der Typ. Oh. Da bist du jetzt ein bisschen selber schuld, ja? Ist mir egal, ich gehe nochmal 5 Schritte nach vorne. Okay, ich komme jetzt auch 5 Schritte nach vorne. So langsam ist es nicht mehr lustig, muss ich sagen. Ich muss wirklich jetzt diesen Arzttermin haben. Oh ja, ich brauche ihn auch, ne? Vitamine, schau mal die Reihe vor uns. Bei jedem funktionieren die Beine nicht einfach. Ja, das habe ich ja letztens schon gesagt. Alle haben Probleme mit den Beinen, warum auch immer. Wie sind sie überhaupt hier hingekommen, frage ich mich ins Krankenhaus dann. Siehst du doch, mit den Armen. Ja, die sind einfach hingekrabbelt. Die Armen, aber ich würde sagen... Ich kann den Doktor schon sehen. Oh mein Gott. Stimmt, da ist der Doktor. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Schmerzen. Herr Doktor! Herr Doktor, sorry Vitamin, ich muss einmal durch. Oh nein. Ha, schau mal, Platz 1 kann einfach nicht sehen. Weißt du, ob das sie dann dran ist? Sie weiß nicht mal, dass sie Platz 1 ist. Ich glaube, sie weiß nicht mal, dass sie im Krankenhaus ist oder so. Aber warte mal, sie geht ja gleich nach vorne. Das heißt, wir rutschen dann automatisch wieder auch ein Stückchen nach vorne. Genau, und jetzt ist der Patient dran, der Sonnenbrand gerade hat. Und okay, wir sind noch einen weiteren Platz nach vorne gekommen. Okay, okay, nur noch 5 Plätze, Freunde, dann haben wir es geschafft. Okay, wisst ihr was, wir drängen nochmal 2 Plätze nach vorne, Freunde. Und hey! Let's go, wir sind Platz 3. Oh mein Gott, wir sind ganz weit vorne. Ey, ey, wieso bin ich wieder Platz 5? Stopp, lasst mich jetzt vor. Was soll das? Wie du da hinten am Griechen bist, du Armer. Oh, schau mal, du kannst hier aber oben bei Belohnung, kannst du dir sogar Sachen abholen. Oh. Wow, du kannst sogar einmal skippen, aber du kannst einmal skippen zum Beispiel. Oh, cool. Ja, das stimmt, aber okay, wie skippe ich jetzt? Das hast du automatisch gemacht, wo du es abgeholt hast. Wieso bin ich Platz 7 wieder? Das kann nicht sein, es reicht, es reicht. Lass mich jetzt hier sofort nach vorne. Okay, vielen Dank, ich bin wieder auf Platz 2. Oh, du kannst den Arzt ja schon die Hand schütteln. Ja, er ist da ganz vorne. Oh Mann, ey. Also, Herr Doktor, ich würde gerne rein, ich habe ein bisschen Durst. Freunde, wir sind Platz 1. Oh mein Gott, okay. Das bedeutet, wir sind der nächste Patient. Und Vitamine, eigentlich kann ich den Doktor nicht die Arme schütten. Ich meine, ich habe einen gebrochenen Arm. Oh. Das ist echt ein bisschen unpassend gerade. Du hast ja noch einen gesunden Arm. Ja, das stimmt allerdings. Herr Doktor, Herr Doktor. Ja, kleiner Vitamine. Darf ich vor? Klar, dränge ruhig vor. Okay, danke schön, Herr Doktor. Also darf ich vordrängeln? Ja. Warte, nein, nein. Ey, Vitamine, nicht vordrängeln. Ey, aber Herr Doktor hat das gesagt. Nein, Herr Doktor hat das nicht gesagt, Vitamine. Herr Doktor hat gesagt, ich darf vordrängeln. Ja, kleiner Vitamine, ist in Ordnung. Ey, es reicht. Ich dachte, du bist dehydriert. Da musst du eigentlich keine Kraft mehr haben. Nein! Was? Dein Ernst? Hey, was ist passiert? Ich bin letzter Platz. Hey, ich bin auch letzter. Warum hast du es gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Alter, es hat jemand Robux für uns ausgegeben, ne? Was? Letzter Platz! Nein, 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 ich skippe. Ich skippe jetzt alles. Hast du nicht noch genug Geld? Let's go, Freunde. Egal, ich bin jetzt Platz 1. Und wir sind vorne angekommen. Ey, wer war das? Wenn ich den in die Finger bekomme, ne? Hallo, schönen guten Tag, Herr Doktor. Also, ja, ich habe einen gebrochenen Arm. Vielleicht können Sie was dagegen tun. Und, oh mein Gott, wir sind geheilt. Schau mal, Vitamine. Ich habe beide Arme wieder. Ey, jetzt hat mir gerade jemand noch Jobs hier gegeben. Oh mein Gott, irgendwer schaut uns. Vielleicht ist es der Doktor und... Oh, wir können sogar hier reingehen oder sowas. Warte mal, was ist hier bitte? Was ist das, Freunde? Ey, yo! Oh, Herr Doktor, nur noch 20 Sekunden! Ja, Herr Doktor! Kleiner, dann wirst du endlich geheilt. Das da vorne ist mein Freund Vitamine. Bitte, Sie müssen ihn heilen. Er hat nichts getrunken. Er ist dehydriert. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit mit mir selber? Aber egal, Herr Doktor. Dankeschön. Junge, hör auf vorzudrängeln. Er denkt echt hinter mir, ich bin komplett doof, ne? Ja, ich bin auch drinnen! Let's go, du wurdest geheilt! Oh, danke! Danke, Doktor. Aber Vitamine, guck mal, was hier ist! Hä? Warte mal, ist hier eine Poolparty! Wow, Freunde, das ist hier die Poolparty! Wir wurden jetzt geheilt und jetzt können wir Party machen! Alter, wie cool!
Pool. Das ist echt mega cool. Wir haben einen Pool hier einfach zum Chillen einfach. Und Vater, was ist das? Ist das hier ein Patient? Ich glaube, der hat immer noch, ja, seine ganze Kleidung an. Sogar ein Disc, so ein DJ-Pool. Yeah, sogar ein DJ-Pool. Okay, okay, gib mir die Beat, gib mir die Beat. Okay, die Menge hat gar keinen Bock auf uns, glaube ich. Und es gibt hier sogar endlich Toiletten. Ich kann endlich wieder was trinken. Yeah, warte, wieder das sind Toiletten. Ich glaube, von denen sollt... Da sollst du eigentlich nichts trinken. Ach doch, Sandy, man sollte immer Toilettenwasser trinken. Toilettenwasser ist das Gesündeste, was du bekommen kannst. Aber wie wär's, wenn wir uns einfach noch einmal anstellen? Warte mal, was? Oh mein Gott, was haben wir jetzt für eine Krankheit, Freunde? Ich bekomme die Krankheit am 11.10. Oh ja. Yeah. Diagnose. Und verstauchter Knöchel? Oh mein Gott, was? Ich hab Jucken? Was bedeutet das? Und oh mein Gott, ich muss mich die ganze Zeit kratzen. Und was hast du? Ein Knöchel verstaucht? Oh, dein eines Bein, ich seh's. Yeah. Hinter dir hat die Magengrippe. Oh nein, bitte steck mich nicht an. Bitte steck mich nicht an. Guck mal, das sieht aus, als würde ich dancen. Okay, 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 okay. Obwohl ich mich am Jucken bin. Du hast jetzt 3 Upgrades und ich habe die alle in den Einkommensmultiplikator gemacht. Oh, Freunde, stimmt. Okay, das bedeutet, damit verdienen wir jetzt auf jeden Fall mehr Geld im Krankenhaus. Aber ich würde sagen, Vitamine. Ja? Hörst du das auch? Ich glaube, da kommt ein Feueralarm auf uns zu. Ey, ich bin 17. Was? Ich bin Platz 30 immer noch. Wow. Das kann nicht sein. Nicht weit gekommen, oder? Nein, das bedeutet, es wird Zeit für einen neuen Feueralarm. Der nächste Feueralarm. Nein! Oh, ja, ja, ja. Nein! Was? Ich bin Platz 41! Ey, Sandy, mach noch einen! Es juckt! Okay, ich mach noch einen. Ich mach noch einen letzten Feueralarm. Freunde, ich bin letzter Platz einfach! Das kann nicht sein! Oh nein! Wo bin ich? Ja! Oh mein Gott, ich bin Platz 16! Ich bin 34, aber ich dränge mich vor! Okay, stimmt, du hast ja richtig viel Geld. Das bedeutet, du kannst einfach... Ey! Vordrängen und mich juckt immer noch alles! Ich bin Platz 13, 14, 15, 16, 17... Mann, ey! 17, 18, 19, 20... Aua! Aua. Freunde, aber wir haben 1 Million Cash. Das bedeutet, tschüss. Wow, wir können jetzt uns richtig weit nach vorne drängeln einfach. Easy. Wir brauchen noch einen Feueralarm. Nein, Vitamine. Oh mein Gott, was? Du hast noch einen Feueralarm gekauft. Ich bin einfach auf der Stelle geblieben. Ich auch. Es hat sich bei mir gar nichts geändert hier. Das kann nicht sein. Und oh mein Gott, bei mir juckt immer noch alles ist am Jucken. Und deswegen würde ich sagen... Nein, okay, ich bin wieder auf der Stelle stehen geblieben. Ich bin wieder 38. Okay, Freunde, wir sind auf Platz 25 wieder. Nein, nein, ich bin wieder ganz hinten, Vitamine. Ich bin ganz hinten, aber nein. Weißt du was? Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Der Arzt muss uns alle retten. Deswegen würde ich sagen, alle zum Arzt, Freunde. Und wir wurden alle geheilt einfach. Aber aus Versehen mich verklickt. Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Schmerzen. Herr Doktor, meine Nase läuft. Herr Doktor, ich muss mich jucken. Herr Doktor, ich habe Schluck auf. Sandy, ich kann nicht sehen und ich habe mich verklickt. Guck mal die Schlange. Was? Wieso bist du noch draußen? Ich bin 2. Ich kann nicht sehen. Was? Eigentlich sind doch alle hier drinnen, oder nicht? Ja, ich habe mich aber aus Versehen verklickt. Ich bin direkt wieder rausgegangen. Oh nein. Herr Doktor, komm, können Sie bitte noch einen Patienten reinlassen? Das ist Vitamine, mein Schüsselkopf, Freund. Ja, warte, ich bin 2. Ich habe so viel Geld, ne? Okay, ich gehe schon mal vor, Vitamine. Ich glaube, das ist die fetteste Party aller Zeiten. Okay, ich warte auf dich. Danke. Wir können in der Zeit sogar am Glücksrad hier drehen, hier drinnen. Let's go. Okay, aber ich habe nichts bekommen. Oh mein Gott, okay, du kannst nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Ich bin blind wie ein Maul. Nein, du Armer. Oh, ich kann auch einmal drehen am Glücksrad. Okay, vielleicht kannst du einmal skippen, aber ich meine, du bist eh Erster. 40 Sekunden noch, dann kann der blinde Maulwurf endlich hinein. Siehst du überhaupt die Türen? Nicht, dass du gegen das Fenster läufst. Was ist das für eine Tür? Eine wegschicker Langbox bitte mit zum Nebnehmen, Cheeseburger, Hamburger, alles rauf. Wir sind kein McDonald's Drive. Oh. Sie stehen hier an einem Krankenhaus. Was? Wo? Nein, da will ich doch gar nicht hin. Okay, aber ich glaube, in 5 Sekunden haben wir es dann endlich wieder geschafft. Und ich kann hinein. Ich bin so glücklich. Herr Doktor, ich komm rein. Let's go, Vitamine, du hast es auch geschafft und wir wurden jetzt alle geheilt. Okay, lass uns mal nach unten gehen, ich will gucken. Wow, schau, wie es alle Patienten, die geheilt wurden. Hier geht eine richtig fette Party. Guck mal, die hat immer noch Sonnenbrand hier. Was? Sie hat immer noch Sonnenbrand, die so, ach, jetzt ist mir auch alles egal. Das stimmt und oh, hier kann man sitzen, hier kann man richtig cool chillen. Boah, wir haben es geschafft, der Doktor hat uns alle geheilt. Juhu, ich bin...
Ich sehe wieder? Ja! Das war die Warteschlange im Krankenhaus. Like und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.